Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Pokémon Planet. Ich habe das Spiel durch Zufall entdeckt und fand es echt geil, dass es endlich mal Pokémon gibt, wo man auch hier online spielt, ne? Pokémon MMO sozusagen. Ja, habe ich gleich angemeldet hier, pokemonplanet.com. Heißt die Seite, wird auch in der Beschreibung stehen. Und daraus wollte ich so ein Let's Play machen, dass ich, dass ihr komplett dabei seid, ja. Also ich werde mal, keine Ahnung, eine Stunde aufnehmen oder sowas. Die Videos in, ich habe mir gedacht, 10-Minuten-Videos so schneide. Also auch nicht wundern, wenn, sei mal, bei Video 2 oder Video XY ich einfach weiterlabe mit dem Satz vorigen Videos, weil ich halt die Videos so schneiden werde. Ja. Und, ja, wie gesagt, ich habe das Spiel durch Zufall entdeckt. Fand's geil, hab mich angemeldet. Das scheint hier auch so eine Art Bowser-Game zu sein, also du musst nichts runterladen oder so. Du meldest dich an bei PokémonPlanet.com. Man meldet sich einfach an. Und dann geht es auch schon los. Also ich bin jetzt hier beim Charakter erstellen. Ja, das sind die ersten Schritte. Und ja. Mal sehen, wie das Spiel so ankommt, ne? Also ich bin gespannt. Ist schon mal schön mit der Farbe, mit der Musik. Na, mal gucken. So, wie lange brauche ich denn noch hier, um den zu erstellen? So, ich denke mal, der ist gut, so wie er ist. So mache ich den, so sieht er aus. Ja. So, und los geht's. Ich habe mir jetzt auch mittlerweile mal ein neues Headset gegönnt. Ich habe, darum auch die Qualität ist vielleicht ein bisschen besser geworden als zu meinen vorigen Videos. Ich habe nämlich das G35. Ich fand das so geil, als ich das auf dem Kopf hatte. Das musste ich unbedingt haben. So, jetzt geht's auch schon los. Ich fange hier bei mir zu Hause an. So, am Rechner. Ich hoffe... Achso, ich weiß nicht, was hier die A-Taste sein soll. Muss man mit der Maus klicken oder wie geht das? Ich glaube, ich muss mal gleich mal in Steuerung gucken hier. Musikvolumen 50%, ist ja alles gut. Bla und Kicks. Was haben wir hier? Ach, Friends. Was haben wir hier? Die Tasche. Ach, ich habe schon... Trank habe ich noch mit. Pokédex habe ich auch schon. Die Map habe ich auch schon. Oh. Was ist das hier? Ach, hier kann man sich irgendwie noch was kaufen oder was? Okay. Naja, gut, dann gehen wir jetzt erstmal einfach runter. Ich weiß nicht, was ich hier drücken muss, was die A-Taste ist. Ich habe keine Ahnung. Enter scheint es nicht zu sein. Mit Enter schreibt man wohl. Im Chat. Ja, dann mal gucken. Irgendwie wird es ja schon vorangehen. Ach, da ist meine Mom. Kann ich auch nicht anquatschen. Ich gehe einfach mal raus. Ja, wie ich sehe, hier sind schon einige online unterwegs. Da angeln zwei. Haben sogar Pokémon hinter sich her. Aha, aha. Ich kann das Spiel auch im Fullscreen spielen. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Ja, ich nehme jetzt gerade komplett auf. Ich werde hier auch nichts schneiden oder so. Load Game Data. So, ich habe es jetzt im Fullscreen. Aber ich kann mich komischerweise nicht mehr bewegen. Doch, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Okay, das ist Fullscreen. Hä? Da kann ich noch nicht hoch, oder was ist das? Also damals aus Pokémon Blau. Kenne ich das, man geht hier, Professor Eich hat einen geholt und hat er gesagt, alles klar, Pokémon und so, Pokémon holen. Ich gehe aber mal ran hier. Ich weiß nicht, wie man einen ansprechen kann. M, oh, ich habe gerade M gedrückt, das ist die Map. Okay, vielleicht ist ja A die A-Taste, nee, damit kann man auch nochmal. WASD kann man auch noch umherlaufen, ich laufe sonst die ganze Zeit mit Pfeiltasten umher. Ich habe noch sonst keine Ahnung, welche Tasten hier A und B sein sollen. Die Mucke fetzt aber hier, muss ich sagen. Boah, wie viele Ohren kann man denn hier haben? Wahrscheinlich von allen zusammen hier, oder was? Von allen Spielen, alle Spiele zusammengehauen? Ich weiß es nicht. Falls ich mal ab und zu husten muss, ich bin etwas erkältet, ich habe ganz schön Hals. Daraufhin tut es mir denn leid. Ich habe keine Ahnung, was hier meine A- oder B-Taste ist.
Oh, tut mir leid. So, wie quatsche ich denn jetzt an hier? Ich drücke jetzt einfach mal alle Tasten durch. So, Inventar ist I, alles klar. P ist der Pokédex. Soweit auch in Ordnung. M ist die Karte. F, G, H. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier einen ansprechen soll. Oder soll ich das mit der Maus tun? Muss ich mit der Maus etwas spielen? Nee. Nee, das geht auch nicht. Das ist ja schon mal doof. Wie kann ich denn hier... Was ist denn... Man muss doch irgendwo eine Option sein, wo ich meine Tasten einstellen kann oder was. Aber hier ist doch sonst nichts. Oder bin ich zu blöd? Hier ist nichts. Was ist das hier? Was ist das hier unten? Achso, das ist ihr Pokémon. Das Pokémon von dem anderen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich hier etwas anquatschen soll. Enter geht's schon mal nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was hier die A-Taste sein soll. Das tut mir ja sehr leid. Aller Anfang ist schwer. Ich habe schon alle Knöpfe durch. Vielleicht F1, F2, F3, F4. Ich weiß es nicht. Ich kann hier nichts anquatschen. Hä? Er surft hier die ganze Zeit mit Gar. Aha, okay. Ja. Wie kann ich denn jemanden anquatschen? Ich weiß es nicht. Globale Einstellung. Was ist denn das? Hat nichts damit zu tun. Nichts mit dem Spiel. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich hier, wie ich hier jemanden anquatschen soll. Ich weiß es nicht. Das ist ziemlich ätzend. Alle Tasten schon durchprobiert. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich muss doch hier irgendwie den Professor Professor Eich hier mal anquatschen können, oder was? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Sag es mir. Oder haben die hier was stehen? Trade, da kann man auch tauschen. Andere tauschen wohl. Ich will wissen, wie man dann anquatschen kann. Wie soll das denn funktionieren? Ich kann hier nichts machen. Was soll ich denn machen? Ups. Oh, das ist ja grauenvoll. Boah, was sind das hier alles? Ach so. Ja, ja. Also, da kann man schwach werden. Ich glaube, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Und wenn ich herausgefunden habe, was die A-Taste und B-Taste sein soll, im Internet werde ich darüber recherchieren. Dann zocke ich weiter.